Da ich sehr oft Anfragen bekomme, wie man jetzt das Formel-Skript für den DRV-Maker auf seinem Webspace installiert, habe ich mich jetzt entschlossen, das Ganze mal in Form eines kleinen Videotutorials aufzuzeichnen. Generell gibt es auch eine Anleitung, die liegt dem Formel-Skript bei und da ist eigentlich auch alles nochmal beschrieben. Zeitmäßig, wie lange braucht man ungefähr? Man sollte so 10 Minuten Zeit mitbringen. Und bevor wir jetzt anfangen, sollten wir erstmal klären, welche Systemvoraussetzungen wir eigentlich haben müssen, um das Skript auf unserem Webspace laufen zu lassen. Voraussetzung ist, dass der Webspace PHP unterstützt und MySQL. Idealerweise habe ich jetzt auch schon meine FTP-Zugangsdaten bereit liegen oder vielleicht auch schon ein FTP-Programm konfiguriert. Und ich benötige noch die MySQL-Zugangsdaten. Wer jetzt noch nichts mit MySQL gemacht hat, diese Zugangsdaten findet man in der Regel im Admin-Bereich des Webhosters. Da kann man auch gleich mal schauen, ob bereits eine Datenbank angelegt ist. Wenn das noch nicht der Fall ist, müssen wir das ebenfalls im Admin-Bereich machen. Das unterscheidet sich natürlich, je nach Webhoster. Darauf gehe ich jetzt hier nicht ein. So. Der erste Schritt ist, wir müssen das Skript herunterladen. Dazu öffnen wir einfach einen Browser und geben als Adresse, geben wir ein secure.da-software.de. Dort sehen wir auch schon alle verfügbaren Skripte nach Software sortiert und ganz klar, für den DAV-Maker brauche ich natürlich das Formel-Skript für den DAV-Maker. Die Installation der anderen Skripte ist eigentlich analog, sozusagen diese Anleitung ist anwendbar eigentlich auf alle Skripte. Ich lade jetzt einfach mal das Skript für den DAV-Maker herunter, wähle mir einen Ordner aus, wo ich das hinspeichere. Der Download ist auch schon abgeschlossen. Und jetzt entpacken wir das einfach in ein temporäres Verzeichnis. Ich wähle jetzt einfach mal hier ctemp aus. So, dann haben wir das auch schon entpackt. Und jetzt gehe ich eben in dieses Verzeichnis. Und hier sehen wir auch schon die ganzen Dateien von dem Skript. Hier oben ist das PDF mit der Anleitung. Da steht, wie gesagt, nochmal alles im Detail drin zum Nachlesen. Und wir interessieren uns jetzt hier eigentlich nur für die config.php-Datei. Rechtsklick, wir öffnen diese jetzt einfach mit einem Texteditor. Kann ich jetzt den Windows-Editor nehmen oder ich verwende jetzt in dem Fall Notepad++, weil der einfach komfortabler ist. Ist eine kostenlose Software, wer die noch nicht hat. So. Jetzt habe ich die config.php-Datei geöffnet. Im ersten Schritt konfigurieren wir jetzt einfach mal die IP-Sperre, indem wir jetzt hier diese 0 auf 1 abändern. Die IP-Sperre verhindert, dass das Formular wiederholt abgeschickt werden kann und jemand da mein Postfach zumüllen kann. Im zweiten Schritt geben wir die Datenbank-Zugangsdaten ein. Was haben wir hier alles? Wir brauchen den Datenbanknamen, den ich eben im Admin-Bereich meines Webhosters finden sollte. Ich habe jetzt hier einfach mal eine Testdatenbank angelegt. Der Datenbank-Host ist meistens der Localhost. Ansonsten, wenn es abweicht, steht es auch im Admin-Bereich. Ich habe auch einen Benutzer angelegt. Haben wir jetzt einen Tippfehler und ein Passwort. So, das war es eigentlich auch schon. Ich habe jetzt hier noch weitere Einstellungen, die ich vornehmen kann. Darauf möchte ich jetzt hier nicht eingehen. Ist im Wesentlichen Fehlerseiten kann ich hier verlinken. Ich kann den maximalen Dateiupload, die Größe des Dateiuploads festlegen. Wie gesagt, das ist in der Anleitung geschrieben. Einfach da mal nachschauen. Aber jetzt für unser Beispiel reicht das jetzt hier erstmal. Wir schließen den Editor und jetzt kommen wir dann eben zum Upload des Skriptes. Nachdem wir das Skript jetzt konfiguriert haben, müssen wir es hochladen. Dazu verwende ich einfach FileZilla, ebenfalls eine kostenlose Software. Ich habe jetzt hier schon meinen FTP-Account schon konfiguriert und verbinde mich jetzt hier. Bin jetzt hier, habe ich auf der rechten Seite eben meine Homepage online. Auf der linken Seite bin ich jetzt hier schon im temporären Verzeichnis, wo ich eben mein konfiguriertes Skript habe. Meine Empfehlung wäre, einfach auf dem Server jetzt hier ein neues Verzeichnis zu erstellen, einfach zum Beispiel mit dem Namen Formmail. Dann wechsle ich in dieses Verzeichnis und
Ebenfalls eine Empfehlung wäre, einfach noch ein Verzeichnis zu erstellen mit dem Namen der Versionsnummer, in dem Fall V29. Hat den Hintergrund, wenn ich jetzt eine neue Version von dem Formelskript installiere, kann ich das alte parallel betreiben und kann dann sozusagen die alten Formulare verwenden, das alte Skript, und die neuen Formulare dann das neue Skript. Jetzt kopiere ich dann die Dateien, markiere alle Dateien vom Skript und schiebe die dann in meinen Ordner V29 auf dem Webspace. Das dauert jetzt ein paar Sekunden und die warten wir jetzt einfach mal ab. Da ist es auch schon erledigt. Im nächsten Schritt konfigurieren wir den FileTemp-Ordner. Das ist ein temporäres Verzeichnis, wo, wenn ich jetzt ein Formular mit Datei-Upload-Feld habe, dann wird da die Datei zwischengespeichert, bevor sie verschickt wird. Und damit diese Datei zwischengespeichert werden kann, braucht dieser FileTemp-Ordner Schreibrechte, beziehungsweise das Skript braucht Schreibrechte auf diesen Ordner. Also mache ich Rechtsklick, Dateiberechtigungen und gebe hier den numerischen Wert 777 ein. Man sieht hier oben, dass eben die Schreibberechtigungen gesetzt werden. Ich drücke OK. Wir sehen, die Berechtigungen wurden hier übernommen. Dann sind wir soweit fertig. So, ich kann jetzt die Verbindung wieder trennen und im letzten Schritt werden wir jetzt noch die Datenbanktabellen erstellen. So, nachdem der Upload erledigt ist, müssen wir jetzt noch die Datenbanktabellen anlegen. Das geht über den Browser. Und jetzt geben wir einfach die Adresse für unserem Formelskript an. Jetzt kommt hier eben das Verzeichnis Formmail. Dann habe ich die Versionsnummer, das sind die Ordner, die wir angelegt haben. Und jetzt geben wir als Dateiname sqlinstall.php an. Es öffnet sich jetzt das folgende Formular, wo wir eben nochmal die Zugangsdaten für die MySQL-Datenbank eingeben müssen. Datenbankserver localhost, das passt hier bei mir. Den Datenbankname geben wir den entsprechenden Datenbanknamen ein. Das gleiche gilt für den Benutzernamen und dann gebe ich noch das Passwort ein. So, nachdem ich das getan habe, klicke ich einfach auf Tabellen installieren. In dem Fall kommt jetzt hier eine Fehlermeldung, dass der Zugriff verhindert wurde wegen einem falschen Passwort. Falls da eine Fehlermeldung auftritt, einfach nochmal die Zugangsdaten überprüfen. In meinem Fall habe ich hier einfach ein T vergessen. Und ich klicke jetzt einfach nochmal auf Tabellen installieren und dann kommt auch schon die Meldung, dass die Tabellen erfolgreich angelegt worden sind. Nachdem wir die MySQL-Tabellen nun angelegt haben, ist das Skript auch schon einsatzbereit. Jetzt wollen wir das Ganze nur noch testen. Dazu gehen wir im DAV-Maker auf Einstellungen und bei Pfad zum Formmailer geben wir den neuen Pfad ein. Ganz wichtig, am Ende muss formmail.php stehen. Um zu testen, ob der Link okay ist, kann ich diesen Button hier drücken. Es öffnet sich dann der Browser. Und wenn diese Meldung hier erscheint, dann ist der Link in Ordnung. Mache ich wieder zu. Jetzt wollen wir die Datenbank noch testen. Dazu aktiviere ich einfach den Spam-Schutz. Der Spam-Schutz speichert Daten in die Datenbank. Und wenn wir auf Vorschau gehen und dieses Bild hier erscheint, dann ist alles korrekt eingerichtet. Wir können jetzt das Formular einfach mal ausfüllen und abschicken. Und das Formular wird jetzt über unser neues Skript verschickt. Und da ist es auch schon angekommen. Damit sind wir jetzt ja auch am Ende. Ich hoffe, dass das Video bei der Installation des Formelskriptes hilft. Ansonsten, falls Fragen oder Probleme auftauchen, können Sie uns jederzeit kontaktieren. Auf www.da-software.de gibt es ein Kontaktformular. Da können Sie uns erreichen. Und wer sich mit der Installation des Formelskriptes gar nicht auseinandersetzen will,
Für den bieten wir unter Service auch die Möglichkeit, dass wir das VMS-Skript kostenpflichtig für Sie installieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.